Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. So, wir hatten schon eine ganze Menge an Widgets uns angesehen, an diesen kleinen Containern, die man auf den Bildschirm setzen kann mit Tkinter. So, und wir schauen uns in dieser Folge an das Label Frame, und zwar zunächst nur den Konstruktor. Da gibt es so einige Sachen, die daran besonders sind. So, in der nächsten Folge schauen wir uns das Ganze dann mit einem variablen Label an und in der übernächsten Folge dann, wie man eine feste Größe für dieses Label Frame erreichen kann. Da gibt es einen kleinen Trick, den muss man beachten, ist aber keine große Sache, das erkläre ich euch dann in der übernächsten Folge. So, wir gehen mal gleich hier in unseren, ja, jetzt habe ich das schon einprogrammiert gehabt, so, wir gehen mal in unseren in unser Programm hinein, und ihr seht, ich habe das Ganze wieder sehr abgespeckt. Das Bild brauchen wir in dieser Folge noch nicht. So, ich habe ein Label Frame, habe ich mir definiert und das an das Hauptfenster übergeben. Ich habe einen Text gesetzt und hier hinten habe ich, das mache ich jetzt erstmal weg, ein Label Anchor gesetzt. So, und das hier, das setze ich auch erst nochmal in den Kommentar hinein, damit ihr seht, was passiert, wenn ich gar nichts in das Label Frame hineintue. So, dann lasse ich das Ganze mal laufen. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Denn solange nichts im Label Frame ist, weiß der nicht, welche Höhe er haben soll und welche Breite. Das wird uns jetzt noch im übernächsten Video auch nochmal beschäftigen, wie man das machen kann. So, aber solange der das nicht weiß, reduziert er das, weil er sagt, ich habe ja gar keinen Inhalt, also kann ich klein bleiben. So, und das müssen wir jetzt ändern, und deshalb setze ich hier in den Label Frame ein Label hinein. Bitte nicht verwechseln, das Label vom Label Frame, das wird hierin definiert, in dem Text. So, und hier unten setze ich einfach nur noch ein weiteres Label hinzu, weil das am bequemsten zu programmieren ist. Ich habe dem eine Breite und eine Höhe gegeben. Hier beachtet ihr auch bitte wieder, wenn ich ein Textlabel habe, dass die Breite nicht in Pixeln angegeben wird, sondern in Buchstabenbreite, und die Höhe wird in Zeilen angegeben. Das heißt, es sind wesentlich mehr Pixel, die hier hinten definiert werden, als bei einem Bild gebraucht werden. Bei einem Bild hätte ich dann eben tatsächlich ein Label mit 25 Pixeln Höhe und 10 Pixeln Breite. Und hier habe ich aber eben Buchstabenbreite. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns das an. So, und jetzt seht ihr, okay, wunderbar. Ich habe hier also ein Label drin, das ist relativ groß, und das macht uns dann auch den Label Frame schön groß. Und der Label Frame hat hier oben ein Label stehen, nochmal extra auf dem Rand. Und das ist genau das Label, wie wir das definiert haben mit der Option Text, nämlich Überschrift. So, na, das müssen wir jetzt hier mal zuklicken. Und jetzt zeige ich euch auch noch so. Jetzt hattet ihr eben schon gesehen, ich hatte hier eine Option Label Anchor mit dabei. So. Und Label Anchor heißt, wo sitzt der Label auf dem Rand von diesem Label Frame. Und normalerweise sitzt der im Nordwesten. Das ist wieder diese komische Richtungsbezeichnung. Normalerweise sitzt er im Nordwesten, das heißt oben und links. So, und jetzt möchte ich das aber zum Beispiel im Nordosten zum Beispiel haben. Und da gebe ich jetzt hier ein N und E, N für Norden und E für East, also Osten. Und schauen wir mal an, was das jetzt macht. So, und jetzt seht ihr, ist die Überschrift von links nach rechts gerückt. Das Ganze kann ich jetzt auch machen, indem ich das in den Süden setze. Ich speichere es wieder ab und lasse es laufen. Und jetzt seht ihr, sitzt die Überschrift unten rechts. So, jetzt kann ich das Ganze auch noch ganz geschickt auf den linken und auf den rechten Rand setzen.
Wie mache ich das? Ich kann zum Beispiel East eingehen, geben, Osten. Und ich zeige euch jetzt mal, ich hatte ja eben euch gezeigt, wenn hier steht SE, also Südosten. Ich kann aber auch Ost-Süden eingeben. Und dann so, wenn ich das jetzt laufen lasse. Und jetzt seht ihr, hat er die Überschrift zwar auch wieder links unten, rechts unten hingesetzt, aber nicht mehr auf den unteren Rand, sondern auf den linken Rand. Und das heißt, ich gebe, wenn ich hier, rück das mal hier hin, ich gebe im Prinzip, wenn ich hier mit dem ersten Buchstaben gebe ich an, auch noch auf welchem Rand das sitzt und erst mit dem zweiten Buchstaben dann noch in der Position, ob es eben oben mittig oder unten sitzt. Wenn ich das jetzt oben haben wollte, dann müsste ich hier N angeben. Und wenn ich es mittig haben wollte, dann müsste ich das S ganz wegmachen. Ne? Dann würde mir das, ich zeige es euch jetzt einfach auch nochmal, so abspeichern. So. Und hier seht ihr, wenn ich E angegeben habe, dann sitzt mir das ganz mittig auf dem rechten Rand. So. Das sieht nicht besonders schön aus. Und wenn wir Label Anchor gar nicht definieren, dann sitzt es wieder oben auf dem Rand und zwar links. Also dort, wo wir das häufig finden. Also ich mache das jetzt mal weg und dann haben wir das wieder oben schön links auf dem Rand. So, das ist die Besonderheit von unserem Widget Label Frame. Und ich hoffe, euch ist jetzt wieder ein bisschen was klarer geworden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch. Falls ihr Fragen habt, schreibt die mir unten in die Kommentare hinein und ich werde versuchen, die so gut es geht zu beantworten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder und schauen uns dann an, wie wir dieses Label von dem Label Frame dann noch ein bisschen anders gestalten können. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Programmieren.